Dir gefallen meine Videos? Dann unterstütze mich doch via PayPal mit 1 Euro im Monat über patreon.com/masterjam. Viel Spaß! Lustige Witze in 3, 2, 1, los! Die Stadtbrauerei verlost eine Grillfeier für dich und 30 Freunde. Musste erstmal lachen, so viele Freunde habe ich gar nicht. Hab mich aber trotzdem beworben. Fressen und saufen für 30 Mann kann ich auch alleine. Gute Besserung und werde schnell wieder gesund. Mach dir um die Arbeit keine Sorgen. Wir werden sie für dich stapeln, bis du wieder da bist. Meine Freundin meinte, ich sei ihr zu kindisch. Nur weil ich das letzte Mal Flugzeuggeräusche gemacht habe, als ich ihr meinen Schwanz in den Mund gesteckt habe. Hier kommt der Flieger. Traurig. 12 Mann starben auf einem U-Boot. Ja, natürlich. Vielleicht hätten sie einfach reingehen sollen. Frauen können mit ihrem Mund Dinge, die Männer verrückt machen. Reden, reden, reden. Mein Leben hasst mich. Und irgendwie kann ich das auch verstehen. Kennen Sie das Problem, wenn Ihnen kein guter Start für einen Smalltalk einfällt? Einfach mal als Smalltalk-Start nutzen. Nach dem Brand von Notre Dame war ganz Frankreich in Trauer vereint. Was wohl in Deutschland für so eine Vereinigung abbrennen muss? Ui, ich habe nie gesagt, meine Frau könne nicht kochen. Ich sagte nur, dass es mir am besten schmeckt, wenn ich betrunken bin. Immer wenn ich denke, ich sei doof, denke ich an mein Kaninchen, das sich unter einer Schräge den Kopf verletzt, weil es vergessen hat, dass es sich hüpfend fortbewegt. Ich gerade beim Bäcker. Was nehme ich? Mohn- oder Vollkornbrötchen? Ach, ich nehme Vollkorn. Was hätten Sie gerne? 3 Mohnbrötchen. Danke. Die Polizei schlägt vor, bei Unfällen filmenden Gaffern einfach das Handy wegzunehmen. Ich freue mich jetzt schon auf die Clips, bei denen sie das versuchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich komme! Noch so eine Sache, die ich mir aus meiner Kindheit nicht abgewöhnen konnte und die zur Verwirrtheit in meinem Liebesleben sorgt. Ich werde die Verantwortung für meine Fehler übernehmen, indem ich mit meinem Rücktritt jegliche Verantwortung und Macht abgebe. Politiker. Immer. Gewitter. Temperaturen fallen um 10 Grad. Leute in Dachgeschosswohnungen liegen sich in den Armen. Sektkorken knallen. Ich hatte gestern das Baby meiner Kollegin im Arm. Es hat mich angestrahlt und Papa zu mir gesagt. Dann habe ich es irgendwie fallen lassen. Oh. Umso mehr Blut ich spende, desto weniger Blut habe ich. Je weniger Blut ich habe, desto schneller bin ich betrunken. Das, lieber Emra, ist ein Lifehack. Mein Morgen schwankt immer zwischen, ich habe ja noch eine Menge Zeit und shit, 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 shit. Die Geburt meiner Tochter hautnah mitzuerleben, hat meinen Blick auf die Welt vollkommen verändert. Ich nenne sie liebevoll das Ding aus der Tiefe. Gib mir ein S, gib mir ein O, gib mir ein M, gib mir ein M, gib mir ein E, gib mir ein R. Und jetzt alle, Scheißhitze! Ich bin jetzt im 4. Monat und man sieht schon ein bisschen was. Ich bin so glücklich. Kevin, 23, lässt sich einen Bart wachsen. Habe jetzt endlich mal Zeit für mich und möchte Bewerbung schreiben und den Haushalt machen. Welche Serien auf Netflix könnt ihr empfehlen? Bist du Alkoholiker? Ja, aber nicht therapierbar. Meine Tochter durfte heute ein Kuscheltier mit in die Kita nehmen. Wieso darf ich kein Kuscheltier mit ins Büro nehmen? Warum habe ich ständig Kopfschmerzen? Mein Körper so, du trinkst zu wenig Wasser, schläfst nur 4 Stunden am Tag und machst nie Sport. Ich, der gerade aus seinem Bier trinkt, interessant. Wenn meine Schwiegermutter mal wieder von ihrem Hund an der Leine gezogen wird, dann denke ich mir, dass der Hund einen Drachen steigen lassen möchte. Gut, tschüss, mach's gut. Like und abonnier, YouTuber. Like und abonnier, YouTuber.